und herzlich willkommen zu der neuen Folge Landwirtschaft Simulator 2015 auf der Map Epigen Riechen. Nach der Folge, in der wir angekündigt haben, dass wir die 100 Abonnenten knackt haben. Und ja, direkt im Anschluss auch. Und ja, heute wieder mit dabei der Frankie. Ich drück mal ganz kurz durch. Sonst seht ihr jetzt nämlich hier Frankie, Frank und ich in der Mitte. Natürlich der Chef und hier mit einem 6-Schar-Pflug. Die anderen beiden mit einem 4-Schar. Wir werden heute wieder pflügen. In der letzten Folge haben wir ja, beziehungsweise in einer der letzten Folgen haben wir mit dem Arnold zusammen gepflügt. Und heute geht's weiter mit dem Frankie und dem Frank zusammen. Und wir fahren direkt mal los zum Feld. Einen schönen 6-Schar hier, richtig hübsch. Na, Frankie. Ich bin schön langsam, gell? Ja, ich weiß. Der kann, der kann. So. Macht auf jeden Fall mega Spaß, muss ich sagen. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Frankie und Frank. Schreibt es doch gerne auch mal in den Chat. Ne, ihr könnt ruhig vorfahren. Ist kein Problem. Frankie, macht's dir auch Spaß, so. Okay, sehr schön. Ja, ich muss echt sagen, auch es macht. Ich muss echt auch sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht. Und jetzt fahren wir erst einmal dem Frank hinterher. Schön hier, Frank, Frank, Frank. So, blenden ganz kurz mal hier wieder Ohr. Alles ausblenden hier. So. Ich glaube, das ist so richtig mit der Transportstelle. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Na gut. Also in dem Hilfeding stand, dass ich ihn jetzt wieder ausklappen könnte. Also aufklappen könnte. Das heißt, der müsste jetzt eingeklappt sein. So, da fahren wir jetzt hoch. Wow, was mache ich? Okay, fail. Na gut. Ich drücke jetzt mal wieder Ohr, weil wir müssen jetzt gleich eh. Ich hätte gesagt, der Frank muss GPS machen. Das heißt, oder soll ich vorne reinfahren? Soll ich am Anfang reinfahren mit meinem 6-Schar? Eigentlich. Ja, unten. Soll ich mit meinem 6-Schar rein? Okay, ich fahr einfach mal vorbei jetzt. Ich denke mal, dass ich anfangen soll. Soll ich anfangen? Okay. Gut, dann, Moment. Versuche ich jetzt einfach mal hier so. Moment. X. Dann GPS. So. Ach so. Aber das will ich eigentlich nicht. Kann eigentlich so machen, ja. So ungefähr. Kann man anfangen. Wir müssen wieder an Versatz denken. Wie immer. So, jetzt erst einmal hier New. Dann automatisch. So. Ja, so ungefähr. Dann machen wir hier einen Versatz. Da ist der Versatz auch schon automatisch mit drin. Sehr schön. Ja, ich fahre ein Stück rein. Erst einmal muss ich das Ganze eh testen. So klappt, wie ich es will. Mensch, so. Runterlassen. Das müsste gehen, jo. Passt perfekt. So. Und jetzt warte ich. Jetzt könnt ihr ansetzen. Ja, ich bin. Ich hab doch schon. Ich flüge doch schon. So, ich muss ganz kurz mal gucken, wie war das Flugdrehen? B, okay, gut. Perfekt. So, jetzt stellen die sich gerade ein hier. Am besten, Frankie, du kopierst einfach Frank seinen Kurs, also vom Nachbar wieder. Einfach kopieren, weil er Schnee an dir dran. Das heißt, du kriegst seinen Kurs normalerweise. Beziehungsweise Frank sein, er kann eigentlich auch meinen kopieren, einfach mit, einfach dann automatische Arbeitsbreite, habe ich auch. Ich glaube, irgendwie tun wir immer halbwegs die ganzen anderen Felder hier mitnehmen. Kommt mir so vor irgendwie. Weil so wie es aussieht, fliegen wir irgendwie immer. Ja gut, dann musst du dein eigenes einstellen. Das musst du dann machen. Ich bin zu weit rechts, Heavy, meinst du? Ja. Nein, weil ich tue die Stoppeln mitnehmen.
Ja gut, dann warte mal. Fahrt weg, dann fahre ich zurück. So. Ja gut, dann mache ich das schon mal so. Geht's so? New, so. So. So müsste es doch gehen, ne? So passt es doch, oder? Das kleine Stückchen, ich schätze egal, ich denke, das Feld werden wir eh auch irgendwann kaufen von dem her. So geht es doch, oder? Perfekt. Gut, perfekt. So, dann warte ich jetzt mal, bis ihr bereit seid. So, gut, jetzt fährt er auch rein. Warten wir noch einen Frankie. So, ich fahr schon mal ein Stück vorher. Ah, das zieht ja echt gut hier, der schöne Schlepper hier, den 6-Scharpflug. Dann los. Mit wie viel pflügt ihr? Übrigens, wir werden wahrscheinlich eine Folge hier machen vom Pflügen und den Rest, beziehungsweise eventuell werden wir auch schon zwei machen, das werden wir sehen, das weiß ich jetzt noch nicht heute. Heute werden wir auf jeden Fall nicht mehr aufnehmen. Wir wollen nach dem Video noch was klären. Okay, ich fahr weiter. Dann los. Mit wie viel km/h? Km/h-Anzahl bitte. Ich kann durchziehen, bei mir ist nicht das Problem. Ah, okay, bei mir gehen auch nur 7, 8. Okay, gut. 7, 8, okay. Schreib bitte meinen Chat. Ist 7, 8, okay. Ich sehe es ja da oben, ja, die fahren alle. Ja, ich bin der Schnellste. Ja, okay, jetzt fahre ich gleich wie Frank. Okay, ne, ja doch. So ungefähr, okay, das passt eigentlich ganz gut. Das Schnell, okay. So. Wir hier mit unserem Sektschau und die anderen im 4-Schein hinterher, das war lustig. So, aber da geht auch auf jeden Fall was, auch was, ja. Da geht auf jeden Fall auch auf was, okay, bei mir läuft. Da geht auf jeden Fall auch etwas, meinte ich natürlich. So. Mal ganz kurz hier ein bisschen husten hier. Und gerade was am Hals, im Hals oder so. So, hier lasse ich hoch. Wie drehen. Dann wieder hier reinfahren. Perfekt. Du kannst schon durchfahren, du kannst schon durchfahren. Ich warte. So, gut. Ja, was ist hier das Problem? Ach so, stimmt ja, ich muss links. Ja, stimmt. Ich muss links neben dran, was ist das? Ey, was habt ihr hier? Das ist voll komisch. Das ist voll. Ja, gut. Das passt jetzt mit dem GPS nicht. Weil ich fahre komplett anders. Wenn ich jetzt hier fahre. Gebt euch das mal. Ja, ihr hättet entweder meinen Kurs nehmen müssen. Keine Ahnung. Dann muss jetzt einer von links, da muss jetzt einer rechts von mir fahren. Links von mir fahren, meine ich. Ja, ich weiß nicht. Ist ja das Problem. Okay, also was machen wir jetzt? Okay, ja gut, dann. Dann flüge ich jetzt mal per Hand. Viel Spaß, danke. Ja, geil. Ich wünsche mir selber viel Spaß, wenn mir läuft. So. Ja, sehr schön. Moment, ich muss mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss weiter links ansetzen. Weiter rechts ansetzen, merke ich gerade. Warte mal ganz kurz. Ich muss weiter rechts ansetzen. Mir gefällt das nicht. So. So passt's. Jo, perfekt. So, ich flüge jetzt mal mit. Frontansicht hier schön. Flügen, ja, das macht sicherlich Spaß. Ja, das macht mega Spaß. So. Immer wieder so ein bisschen nach hinten gucken, so. Ja, passt ja. Der liebe Frankie kommt auch schon da hinten. Sehr gut. Und der Frank auch hinter mir. So. Ich
muss einfach mit Hand fliegen, ey, ist das unfair. Ohne GPS, das geht doch nicht. Was ihr von eurem Chef verlangt, ey. Ich verstehe euch nicht. So. Irgendwie glaube ich, hat Frankie da hinten gerade ein Problem, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, aber scheint so. Okay. Das läuft auf jeden Fall. Okay, mit Hand. Macht auf jeden Fall Spaß zu pflügen. Es läuft auf jeden Fall auch. Das geht alles ganz gut, muss man sagen. Vor allem mache ich eine schöne Arbeitsbreite, muss man echt sagen. Es gefällt mir mit meinem Pflug. Ich weiß jetzt auch, wie ich pflügen kann, wie ich pflügen muss. Das ist gut. Weil hier muss ich auch lassen, spätestens. Und dann muss ich gucken. Irgendwie glaube ich, der Frankie pflügt. Pflügst du? Ja, er pflügt, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Es hat irgendwie halbwegs ausgesehen, als würde er gar nichts pflügen, als würde er nur so hinterher fahren. Ich glaube, er macht es nur gerade, oder? Kann das sein? Weil ich glaube, du erwischst gar nichts, oder? Okay, er macht nur GPS nach. Ich glaube, der fährt wirklich. Oh, sorry. Sorry. Ich glaube, er fährt wirklich nur GPS nach. Fahr durch, wenn es geht. Ja, müsste gehen. Erstmal Flug hoch machen. Okay. So. Geil. Ja, weil ich kein GPS hab. Ist Problem. Flügt jetzt wirklich alle ohne GPS. Geil. Oha. Okay, das ist schon Spaß. Pflügen muss man echt sagen, es macht mega Spaß hier. Ohne. Ich muss echt sagen, es macht wirklich Spaß ohne GPS irgendwie. So. Na gut, komm, wir ziehen das jetzt einfach durch hier. Das packen wir. Leute. Ich glaube, ich sollte irgendwie da drüben fliegen. So kommt es mir irgendwie vor. Dann habt ihr hier drüben nämlich mit eurem GPS, könnt ihr schön arbeiten. Und ich sollte da drüben meine Extra-Seite fliegen, irgendwie, glaube ich. Ich von drüben, ihr von hier. Wäre das nicht eine gute Idee? Hallo? Also soll ich von drüben fliegen? Da kann ich von drüben fliegen. Ja, dann mach ich das mal. Ja gut, wenn du sagst, es geht gut, dann machen wir es hier so. Mir ist das doch egal. Das Problem ist nur, ich muss immer warten auf euch. Komm, ich zieh jetzt einfach mal hier runter. Ich hoffe mal, dass ich so richtig bin. Warte, ich fahr nach. Gebt euch. Ey, gebt euch Frankie. Gebt euch einfach nur Frankie. Okay, ich halte. Okay, so geht es nicht. Okay, mach Schluss. Okay, ich warte, ich fahr wieder zurück. Ey, oh shit. Ja, was ist denn? Hey, ich bin doch einfach nur. Ja, komm, fahr weiter, Frankie. Ich warte mal. Ich glaube, er meint deswegen, weil ich runtergezogen bin. Das sieht aber irgendwie lustig aus, wie der da kommt. Geil. Ey, geil. Ja, jetzt rasch nicht gleich wieder aus und flüge ich dich, ey. Pfe. So, ich fahre neben dann runter, jo. So. Pfe. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ich spiele jetzt nur noch mit Frankie.
Habt ihr das gehört? Wir können jetzt nur noch mit Frankie spielen, ey. Nee, mit Frank spiele ich jetzt nicht mehr. Nee. Nee. So geht das nicht weiter. Nee, Spaß. Jo, okay. Ich hab's jetzt verstanden. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Hallo. Menschenskinder. So, okay. So, okay. Ich füge jetzt mal so, dass das hier etwas gerade bleibt. Ich kann ja das nicht einfach nach links ziehen. Obwohl es irgendwie komisch ist. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das kommt aber alles von mir. Problem ist, dass wenn man mit so einem Sechser flügt und ja dann im Vierer, dass das dann halt nicht so normal ist, sagen wir mal so. Sondern nicht so einfach, sagen wir es mal so. Ich warte jetzt mal da. Er bleibt irgendwie immer stehen. So. Okay. Warum bin ich eigentlich schneller als ihr? Ich verstehe es nicht. Also bei Frankie, bei ihm läuft auf jeden Fall. Wie der da fährt. Das ist total lustig. Sorry. Ey, mit dem Schlepper kann man auf jeden Fall gut fliegen, oder Frankie? Glaubt's bei dir mit dem Fliegen, Frankie? Oh, sorry. Ah, ne, ich hab dich gar nicht getroffen. Okay, ich darf schon. Ah, doch, ich hab dich getroffen. Aber irgendwie. Ja, man merkt. Alter, sorry, ich muss hier nochmal zurück. So, jetzt, ja, das ist auf jeden Fall relativ gut, so mit so einem Flug, mit so einem Schlepper zu fliegen. Frank hat's ja auch schon gemacht. Oder? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht, oder? Hast du? Hast du nicht? Ich hab keine Ahnung. Hast du oder hast du nicht? Nee, was war das nochmal? Nee, hat er gar nicht, stimmt ja. Nee, hat er gar nicht, ich hab mich gerade verlabert. Nee, stimmt ja. Nee, war gar nicht. Ja, nee. Auf jeden Fall. Nix, egal. Ich hab gesagt, dass auf jeden Fall läuft da mit dem Flug und dem Schlepper da von hier. Frankie. Es muss auf jeden Fall schön sein, damit zu pflügen. Vor allem, wie er immer noch zur Seite zieht, das ist richtig lustig. Na gut. Also heute machen wir es auf jeden Fall hier nicht fertig, das ist sicher. Wie lange haben wir das eigentlich jetzt gemietet, das Zeug hier? Eine Stunde kann ich schon ja vergessen. Eine Stunde, oder? Steigen. Das muss ich mir mal ganz kurz angucken, Moment. Jetzt aussteigen hier. Schauen hier, klar. Ja, eine Stunde, okay. Kurz wieder einsteigen, so. Eine Stunde an zwei Bergen. Was laber ich? Okay, gut. Wir haben jetzt gleich auch schon, wir haben jetzt sicherlich schon die 15 Minuten erreicht. Das war auf jeden Fall mega cool. Wir drehen jetzt noch ganz kurz um. Falls man nicht die 15 Minuten haben, haben wir dann halt nur 10-12 Minuten. Wir können auch ganz kurz ein Stück fahren. Machen wir es halt einfach mal so. Ah, jetzt gab es beim Frank schon etwas. Ah, ne, doch, das sieht nur so aus. Okay. Ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall nicht heute fertig machen. Also werden wir wahrscheinlich gar nicht. Eventuell werde ich dann auch so selber alleine mit dem Sechschar. Mit dem Sechschar, was laber ich? Mit dem Sechschar werde ich eventuell noch ein bisschen pflügen alleine dann. Später. Was heißt später, nicht später? Hier. Morgen früh oder so. Weil ich eventuell noch ein bisschen pflügen. Wenn ich Zeit habe, damit es hier fertig wird. Weil Aufnahme, obwohl wir werden es ja vielleicht noch aufnehmen. Wir werden ja vielleicht noch aufnehmen. Von dem her lasse ich das mal. Vielleicht nehmen wir noch auf. Nochmal. Das Pflügen hier. Aber. Ja. An der Stelle hätte ich gesagt, was hättet ihr gesagt?
Jetzt frage ich mal die, was Indy gesagt. Also der meine Videos aktiv schaut, der weiß ja, was er gesagt hätte. Oder was ich gesagt hätte. So, jetzt wollen wir mal sehen hier, was sie sagen. Was hätte ich gesagt? Machen wir ein Quiz. Was hätte ich gesagt? Dann wenn jetzt die Folge. Was hätte ich gesagt? Das mache ich jetzt, glaube ich, wirklich. So. Keiner antwortet. Was hätte ich gesagt, Leute? Wisst ihr es nicht? Ich habe euch gefragt, ihr da hinten. Hallo. Wir wissen es nicht. Mensch, was hätte ich gesagt? Frankie! Der denkt sich bestimmt so, sei leise, komm. Ey, der will mich rammen, der fährt voll auf mich zu. Nee, Spaß. Okay, Frankie. Jetzt bist du ja außerhalb vom Feld, jetzt kannst du mir antworten, was hätte ich gesagt? Wenn du es weißt, dann bekommst du von mir. Was bekommst du? Du bekommst ein Eis. Im Spiel. Okay. Okay, weil Frankie läuft auf jeden Fall. Nee, dann lassen wir es. Okay. Die Folge heißt, was hätte ich dir gesagt? Okay, was hätte ich dir gesagt, heißt die Folge, habt ihr gehört? Nein, Spaß, was hätte ich gesagt, heißt die Folge. Hätte ich gesagt, ciao Leute, macht's gut, haut rein und schaut auf jeden Fall mal beim Frankie vorbei. Der Frankie hat auch einen YouTube-Channel, macht auch Livestreams, hat's jetzt gestern probiert, also am heutigen Tag, wo wir aufnehmen, hat das gestern probiert. Er wird, denke ich mal, in Zukunft Livestreams machen, ich auch eventuell, er will es mir jetzt mal zeigen. Er hat die gleiche Leitung wie ich, so eine Scheißleitung halt. Und man kann damit anscheinend streamen, das will ich jetzt mal sehen. Und ja. Dann hätte ich gesagt, schaut bei ihm vorbei. Kanal in der Beschreibung verlinkt, wie immer. Global Warfighter, das heißt er auch, glaube ich, kann ich nochmal ganz kurz erwähnen. Und dann schaut vorbei und haut herein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.